Ja, hallo, liebe Freunde, da bin ich wieder mit meiner Presseschau. Wir haben heute Sonntag, den 4. Oktober. Gestern war der 3. Oktober, der Tag der deutschen Einheit. Und darum soll es auch gehen. Ich will mich heute damit befassen, wie die Presse die deutsche Einheit sieht im Jahr 2020. Und dann soll es noch gehen um den runden Tisch zur Bildungspolitik, den Ministerpräsident Haseloff ausgerufen hat. Diese Artikel finden sich alle in der Ausgabe 2., 3., 4. Oktober 2020, der Sonderausgabe zur deutschen Einheit. So, jetzt zur Einheit. Wir finden hier auf der Seite 1 einen Artikel, einen Leitkommentar. Also der Aufmacher ist jetzt ein Meinungsartikel, ein Kommentar von Hartmut Augustin, dem Chefredakteur, Warten auf das Wir. Und wie der Titel schon nahelegt, beklagt Hartmut Augustin, dass uns das Wir-Gefühl fehlt, uns Deutschen, dass wir uns immer noch als Ossis und Wessis sehen, dass die innere Einheit nicht vollendet wurde. Er sagt, ich zitiere, es fehlt ein echtes Wir-Gefühl in Deutschland, ein Gefühl der Zusammengehörigkeit in Ost und West. Das ist alles in so einem lamorianten Ton gehalten, den wir auch schon kennen. Ist ja auch schon topos, diese Klage darüber, dass wir noch keine echte innere Einheit gefunden haben. Die Gründe, die er dafür angibt, sind einmal das Lohnniveau, das ist unterschiedlich, das Rentenniveau ist niedriger. Ja, und dann stellt er noch fest, dass nach einer Studie der Bertelsmann Stiftung 59% der Leute im Osten, sagt Leute, Bürger, ja, sprecht mal nicht von Leuten und Menschen und Bürgern, egal, 59% der Leute im Osten sich als Menschen zweiter Klasse fühlen, und das sei eben der Grund für diesen Graben, der da immer noch durch Deutschland geht. Ja, und was empfiehlt er, um dem entgegenzuwirken? Ich zitiere, es ist enorm wichtig, die Perspektive des anderen einzunehmen, also beispielsweise als Westdeutscher zu erkennen, dass der eigene Wohlstand auch mit dem Zuzug hunderttausender junger und gut ausgebildeter Fachkräfte zu tun hat, die heute im Osten fehlen. Und Ostdeutschland könnte anerkennen, dass es ihnen, und Ostdeutsche können anerkennen, dass es ihnen dank westdeutscher Wiederaufbauhilfe besser ergangen ist als etwa Polen oder Ungarn, die alleine klarkommen mussten. Naja, ob es den Ungarn so viel schlechter geht als uns, weiß ich nicht. Was hier interessant ist, die Konzentration auf das Materielle. Also er macht dieses fehlende Wir-Gefühl fest an Lohnniveau, an Rentenniveau, bringt Ungarn als Negativbeispiel. Dabei hat Ungarn es besser, denn Ungarn hat das, was uns fehlt. Ungarn hat ein Wir. Ungarn hat ein Nationalgefühl. Und damit kommen wir, denke ich, der Sache näher. Der Grund dafür, dass es in Deutschland kein umfassendes Wir-Gefühl gibt oder es schwach ausgeprägt ist, dass immer noch dieses Ost-West-Denken vorherrscht, der liegt in materialistischer Orientierung, und der liegt vor allem darin, dass man uns verbietet, unsere Nation zu feiern, uns zu unserer Nation zu bekennen und eine starke, gesunde Nationalidentität auszubilden. Wie sollen wir uns denn als ein Volk fühlen, wenn man den Volksbegriff diskreditiert, ihn problematisiert, kaum noch einer sich traut, sich auf das Volk zu berufen, und wenn man es macht, dann ist man sofort völkisch und rechts? Das ist das Problem, ja. Warten auf das Wir ist der Titel dieses Leitkommentars. Besser wäre er Warten auf das Volk. Ja, wir müssen erst wieder ein Volk werden. Darum geht's. Und das hat aber alles System, denn, eine Anmerkung dazu, die bis zur Wiedervereinigung war in Westdeutschland, waren die Kommunisten die Erzfeinde des Systems. Die wurden mit Berufsverboten belegt, die wurden verfolgt. Ja, in Zeiten der Systemkonkurrenz, Kommunismus, Kapitalismus, Kalter Krieg. Nach der Wende hat sich das geändert, und auf einmal werden Rechte, auch nicht nur Rechtsextreme, werden demokratische Patrioten angefeindet, werden sie zu Extremisten erklärt,
werden diffamiert, werden vom Verfassungsschutz beobachtet, während vor 89 diese Kreise ja zwar auch schon sozusagen verdächtig waren, aber geduldet wurden, weil man kalkuliert hat, dass sie bei einer Auseinandersetzung, auch einer militärischen Auseinandersetzung mit dem Ostblock, vielleicht sogar nützlich sein könnten, weil sie ja die Kommunisten hassen. Und das hat sich dann gewandelt nach 89, 90. Und ich sehe deshalb hinter dieser Diskreditierung des Patriotismus, die wir seitdem erleben und die immer mehr zunimmt, sehe ich, das ist eine Verschwörungstheorie, durchaus fremde Mächte wirken, die ein Interesse daran haben, Deutschland klein zu halten. Man hat uns die Wiedervereinigung erlaubt. Gut, ihr dürft wieder ein Volk in einem Staat sein, aber man achtet darauf, dass wir nicht zu frech werden aus deren Sicht und macht es uns deshalb systematisch unmöglich, ein gesundes Nationalgefühl zu entwickeln. Und das ist der Grund. Das ist der Grund dafür, dass es kein Wir gibt. Dazu aber liest man überhaupt nichts in der Presse, also auch diese Beilage, das ist ein oberflächliches, dümmliches Geplänkel, seitenweise verschwendetes Papier, was eint, was trennt. Also hier werden systematisch die Unterschiede gesucht, wie viel Kirchenmitglieder, wie viel Bierabsatz pro Kopf, Besitz von Wohneigentum, also man gibt sich alle Mühe zu beschreiben, im kleinsten Detail, worin sich Ostdeutsche und Westdeutsche unterscheiden, und dann wundert man sich, dass sich kein Wir-Gefühl einstellt. Naja, gut, damit denke ich, habe ich dieses schäbige Spiel in Grundzügen aufgedeckt. Jetzt noch kurz zu dem runden Tisch zur Bildungspolitik. Das Volksbegehren der Linken für mehr Lehrer, eine ziemlich verlogene Geschichte, habe ich auch schon in der Presseschau erklärt, ist ja gescheitert, Gott sei Dank. Denn wenn es nicht gescheitert wäre, hätte es unter Umständen dazu geführt, dass wir 2000 Lehrer einstellen müssen, die es nirgendwo gibt. Und was wir dann gemacht hätten, hätte ich auch nicht gewusst. Wie dem auch sei, Haseloff will jetzt aber auf die Linken zugehen. Er bedauert, dass dieses Volksbegehren gescheitert ist und meint, das Engagement soll nicht umsonst gewesen sein und ruft deshalb einen runden Tisch ein, der einen Schulfrieden herstellen soll mit prominenter Moderation. Die frühere Bundesforschungsministerin Johanna Banka steht bereit, um zu moderieren. Es sind alle Parteien eingeladen, auch die AfD. Ich weiß zwar nicht, was wir an einem runden Tisch sollen, der dazu dient, die Linken zu besänftigen. Aber gut, ich verschließe mich keinem Angebot. Ich habe zugesagt, also es ging noch keine direkte Anfrage an mich, aber über die Presse habe ich erklärt, dass ich da gern bereit bin, als bildungspolitischer Sprecher teilzunehmen. Interessant ist jetzt nun, wie die MZ das kommentiert. Und zwar diesmal durchaus kritisch und sinnvoll. Ein vergiftetes Geschenk. Also der Hagen Eichler analysiert hier, dass die CDU damit versucht, die Bildungspolitik aus dem Wahlkampf herauszuhalten, weil sie natürlich auf dem Gebiet der Bildungspolitik versagt hat. Allerdings sind die anderen Parteien da nicht besser. Ja, also im Gegenteil, da ist die CDU noch am wenigsten übel, die Linken sind noch schlimmer, die haben alle versagt, aber sie haben eben deshalb auch kein Interesse, damit Wahlkampf zu machen. Und deshalb gibt es diesen runden Tisch, der soll uns einbinden und damit gewissermaßen mit schuldig machen an dieser Bildungspolitik, und dann sollen wir nicht mehr in der Lage sein, richtig Wahlkampf zu machen. Das ist natürlich klar die Intention, aber davon lasse ich mich nicht beirren. Hagen Eichler sagt, wer an den Gesprächsrunden teilnimmt, wird am Ende für das Ergebnis gerade stehen müssen oder für das Scheitern der Konsensrunde. Nee, wir nehmen teil, ich bin bereit, da teilzunehmen, und wir machen aber trotzdem mit der Bildungspolitik Wahlkampf. Das ist auch nicht unanständig, denn diese Bildungspolitik ist schlecht. Sie muss also abgewählt werden. Das ist anständig, das nützt den Bürgern. Und damit sie abgewählt werden kann, müssen wir mit ihr Bildungspolitik machen. Gut, das war's für heute. Ich wünsche noch einen schönen Restsonntag. Bis nächste Woche.